Im Kleinen sieht die Welt unter Tage fast mystisch aus. Wasserräder, Fahrkünste, Grubenbahnen, überall rattert und leuchtet es. Die Miniaturwelten zeigen 800 Jahre Bergbaugeschichte im Erzgebirge. Ihr Erbauer ist Jörg Schulz aus Weißenborn. Seine Faszination für den Bergbau begann schon 1994, als er eine ABM-Stelle im Besucherbergwerk Reiche Zeche in Freiberg hatte. Da kam die Idee von dem damaligen Betriebsdirektor, doch mal die Untertagesituation modellhaft über Tage nachzustellen. Für Leute, die vielleicht zu jung, zu alt, körperlich nicht geeignet sind, unter Tage einzufahren, sich aber dennoch dafür interessieren. Und so ist das dann Stück für Stück entstanden, ganz vorsichtig im kleinen Maßstab zunächst. Und das wurde dann immer mehr ein halbes Lebenswerk. Weil Jörg Schulz vom Bergbau so fasziniert ist, hat ihm seine Familie zum 50. diesen Grubenwagen geschenkt, der jetzt im Garten steht. Im Hauptberuf wartet der 53-Jährige Mess- und Prüfapparaturen. Auch bei seinen Miniaturwelten kommt jede Menge Elektronik zum Einsatz. Sein neuester Coup ist die Sprengung eines Grubengangs mit Miniaturnebelmaschine kunstvoll in Szene gesetzt. Nur der Ton für die Sprengung fehlt noch. Mich interessiert, da ich ja Maschinenbauer bin, die alte Technik im 16. Jahrhundert. So imposante Wasserräder zu bauen, die Durchmesser hatten von 10, 12 Metern, eine Antriebsmaschine von 40 PS. Es gab nichts Vergleichbares. Immer wenn es seine Zeit erlaubt, werkelt Jörg Schulz in seinem Hobbyraum und ist dabei ziemlich einfallsreich. Lötzinn, Zahnstocher, Schaschlikstäbchen, Holzperlen oder auch alte Knöpfe kommen zum Einsatz. Alle Figuren baut er selbst, auch wenn er sie im Modellbauzubehör fertig kaufen könnte. Jede Figur hat ja eine Uniform an oder eine Arbeitstracht. Und das gibt es im Handel nicht. Also das ist weder im Modellbahnsektor noch sonst wo habe ich was gefunden. So dass ich meine Freude daran habe, den Figuren selber die Bewegungen einzuhauchen, gerade Körperhaltung, Körpersprache und so, das ist eine sehr interessante Geschichte. Damit seine Modelle ziemlich nah ans Original heranreichen, hat Jörg Schulz jede Menge Fachliteratur studiert. 6 Mini-Bergbauwelten hat er inzwischen geschaffen. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Es wird immer mehr Detailverliebtheit. Man schreibt selber die Ansprüche auch höher. Es wird aufwendiger. Und es wird schon noch einige Zeit dauern. Ich will ja auch nicht fertig werden damit, sonst wird es ja langweilig. Ab und an zeigt Jörg Schulz seine Miniaturwelten auf Ausstellungen. Das nächste Mal am 2. Juli in Halsbrücke anlässlich des Tages des Bergmanns.